Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, die Redmobil in Fulda ist jetzt einige Tage Vergangenheit. Wir als Ambulanzmobile haben eine sehr erfolgreiche Messe gehabt. Natürlich in erster Linie dank unserer Kundinnen und Kunden. Wir waren stark ökologisch ausgerichtet. Alleine 5 vollelektrische Ambulanzfahrzeuge sind der Beleg dafür und wir möchten einfach nur Danke sagen. Danke für den Beitrag, danke für die Unterstützung und natürlich freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen zur Redmobil. Wir hatten 3 tolle Tage auf der Redmobil, wir haben tolle Gespräche geführt, konnten Ihnen sehr ökologisch nachhaltige Produkte präsentieren. Aber man muss natürlich auch sagen, einen herzlichen Dank auch an unsere Lieferanten, an unsere Partner, gerade auch an unsere Vertriebspartner in den einzelnen Ländern. Und wir wollten uns bei unseren Mitarbeitern bedanken, dass wir das als gesamtes Team so toll präsentieren konnten. Ja, an alle, die nicht nach Fulda fahren konnten, kommt jetzt präsentiert von unserem Tim Wilke ein kurzes Messe-Special mit den wichtigsten Neuerungen und Neuheiten an Fahrzeugen, die wir dort präsentiert haben. Als erstes Fahrzeug möchte ich Ihnen heute den ID. Bus zeigen, den wir als Notarzteinsatzwagen für die Messe ausgebaut und konzipiert haben. Dieses Fahrzeug ist ein vollelektrisches Fahrzeug, welches mit einer Reichweite nach WLTP von 423 Kilometern angegeben ist. Ein Akku mit einer Bruttokapazität, Ladekapazität von 82 kW. Bei diesem Prototypenfahrzeug haben wir mit unserem hauseigenen 3D-Drucker die Valeris-Anlage komplett selbst gedruckt. Wir haben die Blaulichtanlage, die Arbeitsscheinwerfer und die Heckblitzer in einem Formteil eingegossen. Für unseren Ausbau haben wir uns für eine Sekundärspeichereinheit basierend auf 12 Volt entschieden, welche im Schnitt eine Nutzungsdauer von 7 Stunden mit sich bringt. Bei einer durchschnittlichen Nutzung haben wir eine Dauer der Batterie von ca. 7 Arbeitsstunden. Die Ladung der Batterie beträgt von 10% zu 100% ca. 3 Stunden am normalen Ladestrom. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um den E-Sprinter mit unserer Ausbaustufe Valeris. Die Brutto-Akkuladekapazität des Fahrzeuges umfasst 35 Kilowattstunden und erreicht somit 120 Kilometer nach WLTP. Aus aerodynamischen Gründen haben wir uns auch bei diesem Fahrzeug für die Valeris Front- und Heckkonsole als Blaulichtanlage entschieden. Um auch hier einen autark laufenden Stromkreislauf für den Patientenraum zu schaffen, haben wir uns für eine Sekundärspeicheranlage auf Basis 48 Volt entschieden. Dieser umfasst eine Nutzungsdauer von 8 Stunden. Die Ladung von 10% auf 100% erreicht der Akku innerhalb von 3 Stunden. Die separat eingebaute Heizung für den Patientenraum realisieren wir über einen PTC-Zusatzheizer. Somit eignet sich das Fahrzeug optimal für einen Interhospitaltransfer. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Modell KTW des Bayerischen Roten Kreuzes auf Basis des MAN-TGE. Das Fahrzeug wurde nach neuestem Stand der Technik gebaut und erfüllt alle Bedingungen der DIN 1789 Doppelpunkt 2020 Typ A2. Im Patientenraum hat man sich für das V21 Ausbaukonzept entschieden, welches durch seine ökologischen und anwenderfreundlichen Aspekte klar überzeugt. Der modulare Innenausbau des V21 ist so gestaltet, dass nahezu alle Verkleidungsteile und Module zerstörungsfrei aus- und wieder eingebaut werden können. Mit unserem letzten Messe-Highlight zeigen wir unseren allseits bekannten Tiges N20 Wechselkoffer als Rettungswagen Typ C. Auch dieses Jahr fällt der Wechselkoffer neben seiner 360 Grad umlaufenden Blaulichtanlage besonders auf, da ein sehr anspruchsvolles Kundendesign beklebt wurde. Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit setzen wir auch dieses Jahr wieder auf einen ABS-Kunststoffausbau, welcher durch seine 100%ige Recycelfähigkeit besticht. Neben dem ökologischen Vorteil sorgt ein abgerundetes Interieur für eine sichere Arbeitsumgebung. Ja, liebe Kundinnen und Kunden, ich denke, Sie haben ein Interesse jetzt bekommen, was unsere neuen Fahrzeuge betrifft. Wir freuen uns, wenn Sie unterjährig natürlich auch nach Schönebeck kommen. Ja, wir freuen uns, wenn wir Sie wieder in Schönebeck sehen dürfen, aber vergessen Sie definitiv nicht, nächstes Jahr Mai sehen wir uns auf jeden Fall auf der Redmobil mit tollen, spannenden Neuigkeiten.